Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Büchervideo für euch, denn ich habe euch auf Instagram aufgefordert, mir Aufgaben zu stellen im Stil von zeig mir ein Buch, das türkis ist, was auch immer. Und ihr habt mir da richtig coole Sachen geschickt, danke schon mal dafür. Natürlich kann ich nicht alle ins Video nehmen, I'm sorry, aber ich habe mir ein paar coole Sachen rausgesucht. Und dann würde ich sagen, wir starten doch mal direkt. Wir starten mit zeig mir ein Buch, das dich zum Lachen bringt. Und da musste ich mich, wie schon so oft, für The Deal von Elle Kennedy entscheiden. I'm sorry, okay? Ich zeige immer wieder dieses Buch, aber es ist einfach so gut, okay? I'm sorry. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, bei welchen Büchern ihr so richtig lachen musstet. Jetzt mal abgesehen von vielleicht irgendwelchen Witzbüchern oder so. Da muss ich auf jeden Fall sehr lachen, aber auch bei It Was Always You von Nicola Hotel. Das ist der erste Teil, es gibt noch einen zweiten Teil. Hier gibt es auch noch ein paar mehr Teile. Beides New Adult Romance Bücher und da musste ich auch an ein paar Stellen echt lachen. Aber hier noch mehr. Und ja, deshalb liebe ich es, aber ich liebe auch das hier. Beide sehr empfehlenswert. Dann geht es weiter mit zeig mir ein Buch, das in deinem Lieblingsland oder Stadt spielt. Ich habe mich dafür meine Lieblingsstadt entschieden. Und zwar ist es New York und da habe ich One Last Song von Nicole Böhm rausgesucht. Das ist ein New Adult Romance Roman und es spielt in New York, wow. Und ich finde, dass viel mehr Leute dieses Buch lesen sollten. Ich habe mir nämlich auch schon Band 2 und Band 3 bestellt jetzt auch und ich freue mich schon mega drauf, das zu lesen. Hier geht es im Prinzip um eine Protagonistin, die unbedingt, also sie singt richtig gerne und auch gut und sie will damit eigentlich schon Karriere machen, irgendwie im Musical oder sowas, aber sie kriegt es irgendwie nicht hin. Und dann gibt es da aber auch so einen Boy und der ist ein gefeierter Sänger, also der hat so seine eigene Band und ist so ein Star und so und jeder kennt ihn und er ist so hot und so weiter und so fort. Über einen Umweg kriegt sie auf jeden Fall eine Stelle an so einer renommierten Musical Academy Schule und ist dort quasi so eine Art Kellnerin oder Barista oder sowas. Und dort trifft sie eben diesen Typen, Julian. Und sie heißt Riley. Er hilft ihr dann so ein bisschen weiterzukommen. Also ihre Stimme so ein bisschen zu trainieren, ein bisschen zu singen und sowas. Und ja, also es spielt eben an dieser Musical Academy und ich mag es so gerne. Ich habe es irgendwie innerhalb von ein paar Tagen durchgehauen, weil es einfach so gut war und so cool. Also wenn ihr Liebesromane mögt, die in New York spielen und in denen es auch so ein bisschen um Musik geht, jetzt nicht so mega krass, aber schon, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Also ich finde es mega cool, die Charaktere mochte ich auch sehr gerne. Zeig mir ein Buch, das du mit dem Gefühl von Zuhause verbindest. Da habe ich zwei Stück, beziehungsweise zwei Reihen. Einmal, wer hätte es gedacht, die Again-Reihe von Mona Kasten. Da gibt es, also das hier ist Band 1, Begin Again. Ich denke, fast jeder von euch wird die Reihe kennen. Es gibt mittlerweile 5 Teile und ich mag jeden Teil. Den zweiten mag ich am meisten und den fünften mag ich am zweitmeisten. Aber ich mag alle eigentlich. Und ja, das ist immer wie nach Hause kommen, weil es, ja, es ist einfach ein Gefühl von nach Hause kommen. Genauso geht es mir aber auch bei der Green Valley-Reihe von Lily Lucas. Das hier ist New Beginnings, der erste Teil. Da ist es irgendwie auch so, weil das spielt auch in den Rocky Mountains und so und in so einer Kleinstadt. Und ja, da ist es auch so. Mit jedem Band kommt man wieder zurück nach Hause und es ist einfach schön. Also, wenn ihr Liebesromane mögt, wo es einfach ein so richtiges Wohlfühlsetting gibt, dann guckt euch die unbedingt mal an. Zeig mir ein Buch, das du unbedingt als nächstes lesen möchtest. Und da habe ich Gespenster von Dolly Alderton. Und das ist ein Buch, erstens finde ich super hübsch. Und zweitens kann ich damit, glaube ich, sogar ein bisschen relaten. Also es geht im Prinzip, es ist kein New Adult Romance Roman. Es geht im Prinzip um eine junge Frau Anfang 30. Ja genau, sie ist 32 und ja, sie lebt im Prinzip so ein Leben und manche ihrer Freunde haben ihr Leben nicht im Griff. Manche ihrer Freunde sind schon verheiratet und haben ein Kind und so weiter und so fort und sie ist mittendrin. Und sie weiß, glaube ich, nicht so ganz, wohin mit ihrem Leben und so. Also es ist halt, ich glaube, so die Zeit Anfang 30, ah genau, hier. Und dann ist noch was mit ihren Eltern, weil die ja auch immer älter werden. Das ist natürlich auch so ein Thema. Und ja, ich glaube, es hat einfach hier der große Roman über Beziehungen in all ihren Formen hinreißend, lustig und tief berührend erzählt. Ich glaube halt einfach, wenn man so Mitte 20, Ende 20, Anfang 30 ist, ist es einfach, glaube ich, ein Buch, mit dem man so richtig gut, ja, relaten kann. Also, wo man sich gut mit der Protagonistin identifizieren kann, glaube ich. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auch schon mega drauf. Zeig mir ein Buch, das zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Da habe ich ein kleines Schätzchen für euch und zwar einen Urban Fantasy Roman und zwar Talos von Liza Grimm, die Hexen von Edinburgh. Wie gesagt, das ist Urban Fantasy und es geht, wow, wie der Name schon sagt, um Hexen in Edinburgh. Ja, ich muss dazu sagen, ich liebe Hexen, ich liebe Schottland, ich liebe besonders Edinburgh. Es ist echt richtig gut gewesen. Ich liebe halt auch
Den Schreibstil hier so sehr, es ist so schön geschrieben und sehr atmosphärisch. Man denkt wirklich, man läuft da die Straße entlang oder so. Man wird direkt reingesogen. Es ist richtig, richtig cool. Eine skeptische Studentin, die plötzlich einem echten Geist gegenübersteht. Ein begabter Tarotleger, der sich vor der Zukunft fürchtet. Eine junge Hexe, die ihre Begabung verflucht. Ein stolzer Wasserhexer, der die Wahrheit sucht. Sie alle haben einen Herzenswunsch. Und als das sagenumwobene Artefakt Talos auftaucht, scheint die Erfüllung ihrer größten Träume zu greifen nah. Aber ein so mächtiger Gegenstand ruft auch böse Kräfte auf den Plan. Und je näher sie Talos kommen, desto dunkler werden die Geheimnisse, die das Artefakt enthüllt. Es war so spannend, es war so cool. Also, wenn ihr auf diese Thematik steht, auf Urban Fantasy und so weiter und so fort, schaut euch das mal an, ist echt geil. Zeigt mir ein Buch, das ein Liebesroman ist, allerdings kein New Adult, sondern etwas für Jüngere, also ein Jugendbuch. Und da habe ich mir doch mal direkt zwei Bücher rausgesucht, und zwar einmal ein Buch, was ich so geliebt habe und so süß finde, und zwar Cinder und Ella von Kelly Oram. Hier geht es um Ella, und Ella hatte einen schweren Autounfall, hat auch ihre Mutter verloren und muss jetzt zu ihrem Vater nach L.A. ziehen, den sie eigentlich gar nicht mehr so krass auf dem Schirm hat, also mit dem hatte sie nicht mehr so wirklich Kontakt, glaube ich, und naja, auf jeden Fall muss sie dort ins Haus zu ihm ziehen, und dort leben auch ihre Stiefschwestern. Also es ist so ein bisschen, ne, Cinderella, so ein bisschen davon angehaucht. Also die ganze Familie dort ist nicht so die sympathischste, wenn wir mal ehrlich sind. Dann lernt sie aber auch eine Freundin kennen, und hinzu kommt, dass sie vor ihrem Unfall auch einen Chat-Freund hatte, weil sie ist oder war Buchbloggerin, soweit ich weiß. Und darüber hat sie einen Typen kennengelernt. Cinder hat der sich genannt. Und ja, der war total toll, und so Monate nach diesem Unfall nimmt sie wieder Kontakt zu ihm auf, weil es ist irgendwie ihr bester Freund. Und sie hat halt Gefühle für ihn. Steht jetzt auch, was sie nicht weiß. Auch Cinder hat Gefühle für sie. Und er ist der angesagteste Schauspieler in ganz Hollywood. Alles nicht so ganz einfach. Und ja, also ich mochte es super gerne. Ich glaube, ich muss es auch nochmal rereaden, weil ich bin nur so durch die Seiten geflogen. Es war richtig, richtig toll. Außerdem habe ich hier noch What I Like About You, Mitten ins Herz von Marissa Kanter. Hier geht es auch so ein bisschen um ein Mädchen, das eine bekannte Young Adult Buchbloggerin ist. Sie hat quasi so einen Online-Freund, den sie darüber auch kennengelernt hat. Aber im echten Leben haben die beiden sich noch nie gesehen. Er kennt auch nicht ihren echten Namen, weiß nicht, wie sie aussieht. Und dann irgendwann zieht sie quasi aber trotzdem in die gleiche Stadt, in der er auch wohnt. Und dann nimmt das Chaos so seinen Lauf, weil sie will eigentlich nicht, dass er erfährt, wer sie ist. Und sie steht aber eigentlich auch auf ihn. Und eigentlich steht hier auch Nash, dessen Herz jedoch einer anderen zu gehören scheint. Also ist alles auch nicht so ganz einfach, ja. Aber die sind beide wirklich total süß gewesen. Und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ein Buch, das du deinen Kindern vorlesen würdest. Also erstmal habe ich keine Kinder. Aber hätte ich welche, würde ich ihnen definitiv Das fliegende Klassenzimmer vorlesen von Erich Kästner. Das ist sogar die Ausgabe, die ich damals hatte. Und die, wow, die ist von 1999. Das ist eine Weile her. Wir denken da jetzt mal nicht drüber nach, wie lange das her ist. Okay, dankeschön. Aber ich mochte es super, super, super gerne. Ich habe das irgendwie als Kind 5 Milliarden Mal gelesen. Und ich glaube, gerade für Kinder ist es total lustig auch und so. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Zeig mir ein Buch, das jeder gelesen haben sollte. Da habe ich zwei Bücher rausgesucht, von denen ich finde, dass sie tatsächlich jeder gelesen haben sollte. Und zwar einmal, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ich glaube, der Titel sagt schon alles. Es geht halt um Rassismus, und ich finde, wir sollten uns einfach mehr damit befassen. Und das kann man natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen machen, aber ich finde halt auch, wenn man schon gerne Bücher liest, dann kann man doch auch hier mal zu einem guten Buch greifen. Und ihr könnt ja auch mal, wenn euch das Buch interessiert, ins Inhaltsverzeichnis reinblättern und dann einfach mal gucken, ob das was für euch sein könnte. Aber wie gesagt, also ich finde, dass es einfach ein Buch ist, was wirklich mehr Menschen lesen sollten. Einmal das, und dann habe ich noch Untenrum frei für euch. Das ist auch ein Roman, nicht Roman, ein Sachbuch, das jeder gelesen haben sollte. Also ganz kurz, das ist kein Roman, das ist ein Sachbuch. Wie das hier. Und hier geht es halt sehr viel um Sexismus und Feminismus. Und ich finde, also mir hat es so ein bisschen, also nicht unbedingt so mega krass die Augen geöffnet, weil ich sehr vieles auch schon wusste, aber ich fand es einfach super interessant. Und ich finde, jede oder jeder, wie auch immer, sollte dieses Buch gelesen haben, ohne Witz. Also ich finde, die beiden, wenn ihr euch über Feminismus, Sexismus und so schlau machen wollt, dieses hier, und über Rassismus und sowas, dieses hier, am besten beide. Am besten bestellt ihr jetzt einfach beide und lest beide, weil ja, das ist einfach
sind einfach sehr, sehr wichtige Themen. Schreibt mir jetzt mal unbedingt in die Kommentare, was ihr bei den verschiedenen Aufgaben für Bücher gezeigt hättet. Das würde mich mega interessieren. Und folgt mir, wie gesagt, auch gerne auf Instagram, da bin ich sehr aktiv. Und abonniert diesen Kanal auch sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Serien und zu Büchern. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!